Mittelalter-Treiben, Schloss Ulmerfeld und die Gerüchteküche. Hallo, Freunde des Mittelalters, hier ist Arnulf das Schandmaul auf Kabau TV und das Mittelalter-Treiben Schloss Ulmerfeld findet statt. Der Organisatorin ging es etwas schlecht und ihr geht es jetzt auch schon wieder ein bisschen besser. Aber bloß weil eine Person aus dem Organisationsteam krank wird, heißt es noch lange nicht, dass eine Veranstaltung komplett ausfällt. Ja, es gibt die Gerüchteküche, das Fest würde nicht stattfinden, aber ich kann euch beruhigen, das Fest findet statt. Ob ich dabei bin, das wohl eher nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass dort auch eine Hochzeit stattfinden wird. Auch da gibt es die Gerüchteküche, es sei eine gefakte Hochzeit, das stimmt auch wieder nicht. Genauso wie in Burgstall zum Beispiel die Hochzeit auch echt ist, der Hanfbäcker heiratet, in diesem Fall schöne Grüße an den Hanfbäcker und viel Glück. Und ja, ich wollte bloß sagen, es gibt natürlich genug Feste, die Mittelalterfeste mit Hochzeit sind, wo die Hochzeit gestellt ist. Aber das sind die wenigsten, weil einfach genug Leute heiraten wollen und die finden auch so ein Ambiente toll. Und deswegen gibt es auch total viele Mittelalterhochzeiten, die einfach echt sind, auf diesen Mittelaltermärkten zu heiraten in der Öffentlichkeit. Manche Leute stehen drauf. Ich persönlich wollte das ein bisschen privater halten, habe aber auch auf dem Mittelalterfest geheiratet, allerdings im Rittersaal unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Gerüchteküche finde ich echt mies, ja? Wenn ihr etwas wissen wollt und euch nicht sicher seid, fragt doch einfach die Organisatoren oder einfach eben eine zuverlässige Quelle. Ich persönlich gehe auch immer erst zu den Leuten, von denen es heißt, die hätten etwas erzählt, bevor ich jemanden glaube, der es gehört hat von Cousin, seiner Schwester, dritten Grades, der Neffe, was weiß ich. Es ist einfach... Solltet ihr schon Probleme mit Gerüchten gehabt haben, beziehungsweise seid ihr schon Gerüchten aufgesessen, dann schreibt mir das doch unten in den Kommentaren. Habt ihr mittelalterlich geheiratet oder wollt ihr mittelalterlich heiraten? Oder was ist eure Meinung eigentlich dazu, so öffentlich zu heiraten? Schreibt mir auch das unten in den Kommentaren. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier seht ihr mein letztes Video, hier ein anderes Video. In der Mitte der Abo-Button. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben und tut mir leid. Es ist halt wirklich ein schnelles Video und das da gebohrt wird im Hintergrund. Ich wohne am Land, es ist halt so. Wir sehen uns bis die Tage. Tschüss, euer Arnulf und bleibt dran.